Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli, und zwar zum Video 135. Und zwar jeden Freitag 16 Uhr bin ich für euch da, so auch heute. Und heute möchte ich euch zum Teil 4 von der Fertigstellung des Stellpultes, mein Gott, das war schwierig, was ich alles noch so gemacht habe. Wir sehen es ja im Hintergrund schon. Viele, die vielleicht neu dabei sind, die kennen es vielleicht alles noch gar nicht so. Deswegen gehe ich noch mal kurz drauf ein. Hier sehen wir das Stellpult im Dunkeln. Das heißt nicht dunkel wirklich. Ich habe das Nachtlicht auf der Anlage an. Aber das musste ich einfach machen, damit man es besser sieht, weil die LEDs sind mit der Kamera. Man sieht es bei Licht hier wunderbar, die LEDs. Aber mit der Kamera im Hellen ist das alles irgendwo fast nicht zu sehen. Deswegen habe ich das Licht ausgemacht und es war ein bisschen unscharf. Das bitte ich natürlich zu entschuldigen. Worum geht es heute? Und zwar, das Stellpult als solches ist ja schon fertig. Das Stellpult ist ja, ich habe es ja kurz geschrieben, auch eigentlich ein Steuerpult. Es ist zwar ein Stellpult, natürlich, womit ich was stellen kann, aber es steuert im Grunde genommen lediglich die Regelungen, die unter meiner Platte, die habe ich eben kurz eingeblendet, ja, vorgenommen werden. Nur mal ganz kurz als Exkurs. Aber was mache ich jetzt hier als Finale? Natürlich möchte ich jetzt Dinge darstellen, die ich einfach noch nicht gemacht habe, die mich ein bisschen gestört haben. Ich bin ja doch ein bisschen mehr gefahren, als ich euch das jetzt hier so immer gezeigt habe. Das kommt aber alles noch. Und da habe ich jetzt zum Beispiel die Brücke dargestellt, da wo ich eben rumgeschnitzt habe. Was ich jetzt mache mit diesem, ich sag mal, es sieht orange aus, ist aber mehr ein goldenes Band, werden wir nachher noch sehen. Damit stelle ich jetzt, wie ich hier unten auch reingeschrieben habe, die Tunnelbereiche einfach mal dar. Das heißt, das sieht man kaum, wenn man jetzt hier so guckt, denkt, was macht der da eigentlich? Ne? Na ja klar, man sieht ja diese gelben kleinen Streifchen und wenn man sich direkt vor die Anlage stellt, sieht man es viel, viel besser. Und ich möchte sie ja gar nicht so dolle sehen. Es ist ja ein Stellpult und wenn ich dann was verberge, dann ist es natürlich, ja, schlecht und ich weiß vielleicht gar nicht wo oder jemand anders, der fährt. Und so weiß man immer, dass die gelben Bereiche oder goldenen oder orangenen, ist ja auch völlig egal jetzt, im Grunde genommen verdeckte Areale sind, also durch Arkaden verdeckt, durch Komplettverdeckung, also dass man die gar nicht sieht. Ich habe ja einige Strecken davon, die man gar nicht sieht oder nicht mehr sieht. Am Anfang wird vielleicht manch einer gedacht haben vor einem Jahr, was hat er da für ein Gleiswüstendingens da aufgebaut? Na ja klar, man sieht ja den meisten Teil gar nicht mehr oder einen großen Teil gar nicht mehr. Und ich finde das ja immer recht interessant, wenn man mit einer Modellbahn fährt, vielleicht geht euch das auch so, die verschwindet an einer Stelle und taucht dann auf einer ganz anderen Seite wieder auf und oder irgend sowas in der Art. Und das habe ich natürlich recht viel, gerade alleine, weil mein Wendel ja im Schrank ist und der Wendel hat insgesamt 4 Ausfahrten. Also man muss vorher schon genau wissen, wo man hinfahren möchte und kann das dann entsprechend auch einstellen auf der Steuerpult. Entschuldigt. Und finde ich recht interessant sowas. Und hier sehen wir jetzt die, ja, ich bin jetzt gar nicht drauf eingegangen, die Doppelkreuzungsweiche, die, das, was habe ich daneben geklebt, dass man so ein bisschen weiß, wenn man jetzt oben links drücken, dass man durchfahren kann, drückt man unten links, dass man schräg durchfahren kann, drückt man oben rechts, dass man dann im Bogen so nach oben bleibt und wenn man unten rechts drückt, dann bleibt man sozusagen im unteren Bereich der DKW. Und das habe ich also ein bisschen mir mal dargestellt, weil ich habe festgestellt, beim Fahren, da fehlt ein bisschen was, ja. Also, dass man da jedes Mal denkt, oh Gott, welcher war denn das jetzt nochmal? Und so hat man halt die Bilder drauf. Was ich jetzt mache, jetzt versteht ihr, warum ich sage, das goldene Band irgendwo, das sind Strecken, die ich mir markiere, dass man das verbinden kann gedanklich, wo eine Strecke irgendwo hinführt. Man muss sich ja vorstellen, meine Anlage ist auf drei Ebenen verteilt. Und alles muss ich ja oder habe ich ja mit dem Stellpult in einer Ebene dargestellt. Das heißt, da kann man ein bisschen manchmal den Gedanken verlieren und denkt, oh, wenn ich jetzt die Weiche stelle, wo führt eigentlich das Gleis hin oder was wird da draus? Und deswegen habe ich das ja mal dargestellt, dass man das so ein bisschen nachvollziehen kann, dass man sagt, alles klar, wenn ich da lang fahre, kommt es da unten wieder rausgefahren. Und das macht sich ein bisschen leichter. Die Stelle, wo ich jetzt das weiße Band hier unten aufklebe, das ist ja im Grunde genommen wirklich nur eine Darstellung eines Kurzschlusses, weil an der Stelle befindet sich ja das große Hauptmodul. Und wenn man gerade mal diesen kleinen bisschen Platz dazwischen sieht, da fragt man sich, wie jetzt großes Hauptmodul? Ja, klar, großes Hauptmodul. Aber das habe ich ja auf diesem Stellpult nicht drauf. Das sind ja die Taster, die direkt am Hauptmodul vorne dran sind. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon gezeigt habe. Wenn ich dran denke, füge ich es nochmal als Bild ein. Ansonsten sieht man es überall, wenn ich das mal so ein bisschen hochschwenke. Ich kann ja mal drauf, wenn ich dran denke, das nachher mal sagen, wenn ich mal irgendwo hochschwenke. Was ich jetzt hier hinten klebe, das ist die Strecke, die im Grunde genommen
die nicht geplant war. Ältere Abonnenten werden es wissen, wenn ich davon immer gesprochen habe. Die Strecke, die nie geplant war, die soll eigentlich nach unten führen. Jetzt, die geht da unten dran, aber damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, wo die Strecke lang führt und wieder zurückkommt, habe ich dann doch so als Bogen gemacht. Wenn man das jetzt mal so sieht, ich bin ja praktisch da so schräg runter, und dann wie sie eigentlich auch verläuft. Und probier mal einen Frosch im Hals. Und ja, deswegen habe ich das so ein bisschen als Bogen gezogen, damit man, oder eckiger Bogen, damit man das Ganze ein bisschen besser nachvollziehen kann, weil ich finde, das geht mir oft bei Leuten so, wenn ich vor der Modellbahn stehe, dass die Stellpulte unübersichtlich sind. Und das habe ich versucht, ein bisschen hier auszumerzen. Natürlich kann man auf kleinem Raum, noch schlimmer in Anführungsstrichen, manch einer mag das, sind ja, wenn man nur Tasten hat, wo vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 dran steht. Und dann muss ich mir merken, dass Weiche 2 ist da hinten rechts, Weiche 5 ist da irgendwo links. Das ist mir, weiß ich nicht, bin ich zu alt für? Ich habe keine Ahnung. Das ist mir zu umständlich. Also ich mag ganz gerne, wenn ich so ein Gleisbild vor mir habe. Ich habe natürlich jetzt alle Regeln verlassen mit meinem Gleisstellpult. Viele machen das ja. Das ist ja immer so eckig und wie auch immer. Ich mag das halt, wenn man das so ein bisschen nachvollziehen kann, wenn man sich anguckt, dass man sagt, ja, das ist der Bogen da hinten, was wir hier gerade sehen, mit diesem stumpfen Gleis da oben, der Bahnhof oben links sozusagen, das, was wir da hinten sehen. Ich finde es angenehmer irgendwo. Das hier unten, was ich jetzt gerade abklebe, ist der Prellbock, alte Wartungsstelle. Und das kann man so ein bisschen dann doch eher verstehen irgendwo. Ihr seht schon, da hatte ich vorhin eigentlich so eine goldene Linie dran. Da habe ich ein bisschen geschlafen. Das habe ich natürlich weggemacht und korrigiert. Das ist nämlich nicht das Gleis, sondern ein anderes Gleis. Welches war das eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach, das, was drunter kommt, ja. So, und damit man die ganze Geschichte, den ganzen Spaß auch weiter nachvollziehen kann. Ich habe ja diese Knöpfe alle unten dran. Bis jetzt habe ich es immer so gemacht, ich habe, wenn ich sagen, Nachtlicht anmachen wollte für irgendeine Aufnahme, oh Mist, welcher Knopf war denn das jetzt? Dann bin ich zack, 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 alle, jetzt ist Nachtlicht angegangen. Irgendwann habe ich mir gemerkt, das war Knopf 6. Und dann merkt man sich auch alle. Aber warum soll ich mir das merken? Oder wenn mal jemand anders wirklich mal da dran stehen sollte, wann auch immer, ich kann mir das jetzt kaum vorstellen, möchte man doch irgendwo das verstehen, was irgendwie damit gemeint ist. Das ist so ein bisschen die Intention, die ich dahinter stelle. Und ihr seht schon, ich habe jetzt hier schwarzes Band mit goldener Schrift, damit es natürlich alles ein bisschen zusammenpasst. Ihr habt ja dieses goldene Band gesehen, was ich da drauf geklebt habe. Das soll natürlich wieder ein bisschen aufgegriffen werden in dieser goldenen Schrift auf dem schwarzen Band. Das schwarze Band natürlich, damit der Kontrast nicht so hoch zum Stellpult ist. Natürlich ist das hier glänzend, mein Stellpult ist matt, aber das kann ich nur auch nicht ändern. Ich habe kein mattes Band mit goldener Schrift gefunden. Aber wahrscheinlich wäre das auch ein bisschen übertrieben. Ihr seht, es ist ein bisschen anders angeordnet. Ich habe das noch ein paar Mal ausdrucken müssen, damit ich das genau unter die Schalter drunter oder unter die Taster drunter bekomme. Und ich sag mal, dass das ein bisschen glänzt. Das ist immer hier auf dem Video sowieso ein bisschen anders. Ich habe die Kamera auch versuchen müssen, ein bisschen so zu stellen, dass das nicht blendet ist, dass man das auch lesen kann, was da drauf steht. Und ihr seht, die Nachtschaltung ist da rechts, oder dritte von rechts oder der sechste von links, wie auch immer. Und was ich heute nicht beschriften werde, sind die drei Taster oben drüber. Das sind ja die wirklich reinen Sonderfunktionen, die hier reinkommen werden noch. Und ob das verschiedene Lichtmodi werden, die ich einstellen kann oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist das alles schon gelegt. Ich habe auf meiner Platte die ganzen Relais schon dafür gelegt. Also ich kann alles anschließen, was mir so in den Kopf kommt. Und habe auch alle Möglichkeiten dadurch irgendwo offen noch, ja. Und ja, jetzt beschreibe ich da noch Hauptmodul hin, da oben Bahnhof Dobbingen, das ist der einzige Bahnhof, den ich bis jetzt auf der Platte habe, deswegen wird er auch hingeschrieben. Viel, viel mehr wird gar nicht auf dieser Anlagenseite kommen, weil der andere Teil, der jetzt hier über mir ist, das ist ja der große Bahnhof später mal, wo auch das Betriebswerk hinkommt, wo auch die Rangierstellen hinkommen. Das wird alles hier auf der anderen Zimmerseite später noch gebaut werden. Also wie gesagt, da kommt noch einiges. Da kommt auch ein völlig eigenes Stellpult hin. Das wird dann hier über mir sein zum Runterklappen. Ich hole gerade komplett aus, aber ich habe es mal gesagt. Ja, die Fabrik und der Zeppelin-Landeplatz ist da oben links. Das ist alles ein bisschen, ja, da guckt man aufs Stellpult drauf, da sagt man, ach, alles klar, alte Wartungsstelle habe ich es nicht hingeklebt. Übrigens, wenn die Aufkleber jetzt so ein bisschen schwarzer wirken, das ist jetzt auf der Kamera so. Die sind wirklich relativ Ton in Ton, wenn man sich das hier vor Ort anguckt. Natürlich sieht man es, ist klar, aber es ist nicht ganz so auffallend.
Hier vorne mein Drehregler für das Nachtlicht. Ich habe ja über meiner Anlage bereits, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, die LED-Leiste angebracht nach vorne. Die habe ich ja auch ein bisschen abgedunkelt und die kann ich jetzt hier vorne dimmen mit diesem Putty. Das heißt, mein Nachtlicht kann ich in verschiedene Helligkeiten einstellen. Das wollte ich ursprünglich mal automatisch machen, habe mich aber dann dagegen entschieden, weil manchmal kann das stören, wenn das Licht da alleine hell und dunkel wird. Das fand ich nicht so prall, deswegen möchte ich es gerne mit dem Putty selber regeln können. Genau, da drehe ich dran rum, jetzt schalte ich es aus. Es ist noch an, weil ich ja vorhin die Nachtaufnahme gemacht habe, wo das rote Licht brannte. Mein Gott, der Frosch heute. Ja, und so hat sich das Ganze entwickelt. Natürlich werden mir immer noch ein paar Sachen einfallen, das zeige ich euch irgendwann mal. Aber das war's für heute. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder, sofern ihr mögt. Ich würde mich freuen. Dann würde ich sagen, macht schön gut bis dahin, euer Uli aka Aquapainter. Tschüss!